Bevor wir gehen, spenden wir nochmal kurz 50 Dukaten. Wir sind ja oft genug zur See unterwegs. Und wollen jetzt zu dem Händler da hinten. In der Hoffnung, dass es ein Waffenhändler ist. Ist es aber nicht. Schade. Gut, dann zurück zum Hafen. Und gucken wir mal, wohin die Schiffe fahren. Otterche. Nee. Ankommende Schiffe erfragen. Ein Schiff nach Bremen in den nächsten Tagen. Ja, in den nächsten Tagen können wir auch kurz zurück nach Bremen laufen. Das müsste der westliche Ausgang sein. Genau. Einmal Gewaltmarschen. Oh, zwei Goblins. Das ist doch albern. Dahin. Und komm, ein Schuss. Jo. Du machst gar nichts. Du stürmst mal in die ungefähre Richtung. Du meckerst, dass Gwen in deinem Weg steht. Du entschuldigst dich und gehst dahin. Und du läufst einmal dahinter. So, komm schon, Rondrakam. Oh, ich glaube, der Rondrakam war gar nicht mehr magisch. Das sollten wir vielleicht auch nochmal versuchen. Wenn wir gleich in Bremen sind. Ich glaube, es war in Bremen, der Rondra-Tempel. Also Bremen oder Torwall. Ah, stimmt, wir wollten auch die Wurfwaffe ausprobieren. Angriff. Nicht getroffen. Also dafür, dass sie einen Fernkampfwert von 10 oder so hat, tierisch geschickt, fingerfertig und intuitiv ist und es ein Wurfdolch ist, mit dem man extrem besser treffen soll, bin ich nicht wirklich überzeugt. Aber gut, das war jetzt ein Versuch, das ist nicht wirklich ausschlaggebend. Das müssen wir im Auge behalten. So, was haben wir hier? Eine Herberge. Wollen wir da den Tagesmarsch beenden? Ja, wir wollen eh glatt schlafen. Das heißt, wir essen nochmal. Schlafen in einer Suite. Und ruhen uns aus. So kommen wir zwar nicht wirklich zum Jagen und unsere Wasserbeutel auffüllen. Aber ich denke mal, hier im Wirtshaus kriegen wir auch unsere Wasserbeutel gestellt, oder? Wird alles auf Null gesetzt anscheinend. Und dies ist ein Wasserschlauch. Man kann nicht sehen, wie viel drin ist. Schade. So, zurück in Bremen. Was wollten wir hier? Wir wollten einen Waffenschmied finden. Um Pfeile zu kaufen. Das ist schon mal kein Waffenschmied gewesen. Da. Ah, Beo Beonson. Dich kenne ich auch noch. Storko von Golbritz. Viel zu viele Gemischtwarenhändler. Haben wir noch da oben. Da oben. Na endlich. Hermjogas Valson. Wir sind beeindruckt von eurer Kollektion. Und wir sind von der Ware entzückt. Und zwar von den stinknormalen Pfeilen. Davon hätten wir gerne 80 Stück. Und dann kaufen wir jetzt endlich den Schuppenpanzer. Oder nicht? Inzwischen ist Gewicht nicht mehr so... Ah, ja, ist doch fast noch ein Problem. Aber wir haben ja auch diesen magischen Kettenhemd dabei. Den können wir eigentlich verkaufen. Und bei ihm ist das Gewicht auch kein Problem und er hat drei Waffen dabei. Ja, Na komm, wird Zeit. Gruppe kann keine Gegenstände mehr aufnehmen wegen den Pfeilen. Na gut. Dann sagen wir jetzt mal 0% falschen. Die Dukaten. Kurz die Pfeile aufgeteilt. Und danach kriegen die Jungs endlich ihre Schuppenpanzer. Hat ja auch lange genug gedauert. Ne? So. Kaufen. Schuppenpanzer, Schuppenpanzer. Versuchen wir mal 40%. Legt noch was drauf. 30%? Na gut. So, und jetzt verkaufen wir Tirix.
Oh. Oh. Terrys Catnip ist kaputt. Das hier müsste das Magische sein, was er nicht anhat. Das andere ist zerstört. Ist bei den anderen auch was kaputt? Nö, schaut nicht so aus. Oh, doch, ihre Krötenhaut ist auch kaputt. Das muss irgendeiner von den ganzen Fallen gewesen sein, wo wir reingetappt sind. Also die Klingen, die aus dem Boden kamen, die Säurebäder, die Feuerwelle, was da alles war. Irgendwas davon hat wohl die Rüstung zerstört. Also das kann weg, das kann weg, das magische Kettenheim kann auch weg. Weil wir dadurch durchgehend Schaden bekommen haben. Das heißt, er zieht gleich den Schuppenpanzer an, braucht also keinen Ersatz. Der kann auch weg, aber wir brauchen eine neue Krötenhaut für Gwendolyn. So, 30%. Gwendolyn, schöne Sache. Und eine Krötenhaut, wenn er sowas hat. Ja, hat er. Nochmal 30%. So, mal gucken, wie einfach das geht mit dem Hin- und Herschieben. Du ziehst das mal an. Du siehst das mal an. Du das. Ja, was so 2-3 Punkte in Körperkraft bei jedem Charakter ausmachen. Am Anfang war das ja ein wirkliches Heckmeck mit dem Inventar. Wenn man nur eine Sache verschieben wollte, war es gleich alles total durcheinander. Oh, und ich sehe gerade was ganz Doofes. Der Wurfdolch landet nach dem Werfen im Inventar. Das ist schon mal ein K.O.-Kriterium für die Waffe. Man muss denn jedes Mal wieder klicken, Waffe wechseln, denn eine aus dem Inventar in die Hand nehmen, was Bewegungspunkte kostet, die man nicht unbedingt immer hat. Ja, nee. Die bleibt erstmal so im Inventar liegen bis zum nächsten Teil. Wie 80% unserer Ausrüstung auch. So, wir sollten noch die Zaubertränke verschieben, dass jede Elfe einen hat. Das da unten müsste einer sein. Der Rest kann also jetzt zu Talana. So, einen richtig schönen Vorrat. Denn wir machen uns jetzt auf, nach Hexkaer nach dem Schatz zu suchen. Also, nicht wirklich Schatz, sondern eher die Stelle, wo Höglich gestorben sein oder die letzte Ruhe bekommen haben soll. Karte. Na, falsche Karte. Zeigt mir die richtige Karte. Da. Hexenstadt. Orkschl, Dracheneiche. Da ist irgendein Gebirge. Okay, das kriegen wir hin. Ist nur eine ganze Ecke von hier weg. Deswegen müssen wir erstmal zurück zum Hafen. Und dann am besten nach Torwall. Dann kommen die Schiffe erfragen. Nach Hjalsingur und nach Runenshafen. Nein. Skjall war die Stadt direkt nebenan. Hjalsingur weiß ich gar nicht. Und Arn war, glaube ich, das Dorf direkt darunter. Bringt uns also eigentlich alles nichts. Aber zu Fuß nach Torwall. Das heißt, wir fahren nach Skjall. Ist wenigstens ungefähr in die richtige Richtung. Und hoffen, dass wir von Skjall aus weiterkommen. Am besten nach Warnheim. Das ist ja hier quasi um die Ecke. Otterche. Otterche ist auch okay. Das ist das nächste Dorf an der Küste lang. So tingeln wir jetzt von Dorf zu Dorf. Aber das sind auch wieder 2-3 Tage, die wir gespart haben. So, wir könnten zurück nach Bremen fahren. Nein. In den nächsten Tagen kommt ein Schiff nach Bremen. Nee. Jetzt werden wir ein Stückchen zu Fuß gehen müssen. Und zwar durch das Dreckskaff. Das Poter. Und das ist nicht meine Aussage, sondern die von den NPCs. Die haben das so genannt. Das Poter. Und vielleicht treffen wir diesen Kutter. Den haben wir ja schon 2-mal getroffen. Oh, stimmt. Man muss ja zwischendurch Lager aufschlagen. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Und der falsche Charakter ist vorne. Aber wir haben jetzt so oft Herbergen gefunden oder waren einfach wieder in der Stadt, dass wir das lange nicht machen müssten. So, Mürren, suchen bitte Essen. Kann was Essbares erlegen. Schön. Und Jallen, such mal 5 Stunden nach Kräutern. Du hast 6 Proviant. Der Rest hat
glaube ich, gar keinen. Aber ist auch soweit okay. Wir lassen jetzt einfach alles auf Mürren und geben den anderen erst was, wenn sie Hunger bekommen. So verbrauchen wir nicht ganz so viel Platz im Inventar. Weiter reisen. Ein Rastplatz. Nee, ist noch nicht mal Mittag gewesen. Und da ist wieder der Kutter. Wir winken den Leuten an Bord zu und hoffen, dass er in die richtige Richtung fährt. Einfach zum Grußreisen. Dann können wir vielleicht ein Stück mitnehmen. Gerne. Wir wollen nach Warnheim. Der müsst ihr nicht durch dieses Drecksnest das Pota. Das kommt wie gerufen. Da wären wir. Eine gute Reise noch. Tada. Schöne Sache. Was sagt der Hafen hier? Wir können nach Liliastal fahren. Das wollen wir aber nicht. Und wir können nach Wärmhack oder Otterche. Sagt mir jetzt so nichts. Gehen wir kurz auf die Karte. Wärmhack. Na komm, da laufen wir jetzt kurz hin. Wache aufstellen. Das wird jetzt zwar 2 Tage oder so dauern. Aber es ist fast genauso schnell, als wenn wir jetzt zurück zum Hafen gelaufen wären und oh, oder auch nicht. Harpien. So, du daran. Mit deinem Kurzschwert, du schießt auf die 10 Trefferpunkte. Ich glaube, die Harpien halten ein wenig mehr aus, zumindest mehr als Orks. Aber sollte trotzdem machbar sein. So, Talana verschläft wieder alles. Ja, hat sie gehört, hm? So, da in die Ecke. Alte Option, 15 Trefferpunkte. Hat Terix sie vorhin getroffen gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, und da steht sie schlecht. Warten. So, die Harpie da, die gerade getroffen wurde, beziehungsweise nicht getroffen wurde, die müsste bisher am meisten Schaden bekommen haben. Das heißt, die wird jetzt hoffentlich umkippen. So viel dazu. Schon mal über 20 Lebensenergie. Komm schon, Derek. So, also um die 30 Trefferpunkte können die einstecken. Abwarten. Draufschießen. Draufhauen. Und ich habe vergessen, in Bremen nach dem Rondor-Tempel zu gucken. Meh. So, du tänzelst weiter drumherum. So. Nur noch eine. Du läufst mal dahinter. Und die flieht. Na gut, 12 Abenteuerpunkte. Weiterreisen. Eine Herberge. Nö. Der Tag ist noch nicht so weit fortgeschritten. Und wir haben es in die nächste Stadt geschafft. Schön. Dann sind wir jetzt in Wärmhack. Und wollen gleich weiter. Obwohl, wo hier gerade mal so ein Tempel ist, vielleicht ist es ja ein Rondor-Tempel. Haha, das ist doch mal schick. Gerugon, was sagt dein Rondor-Kamm? Oh, der ist doch noch magisch. Ich hätte schwören können, das war irgendwann weg. Also, dass sogar eine Nachricht kam, dass es weg ist. Aber gut. Beten wir einfach nochmal. Jetzt sollten wir vorher noch eine Kleinigkeit spenden. Wir haben zwar schon eine Menge gespendet, aber Schaden tut's hier nicht. Scheint aber nicht wirklich wohlgesonnen zu sein. Verleiht euch allen ein geschickteren Schwertarm. Ja. Jetzt vielleicht nochmal unser Schwert erneuern. Wir sind doch gar nicht fordernd oder so. Will er nicht. Na gut. Dann raus.
Oh, wird schon dunkel. Und ab nach Torwall. Diesmal stellen wir auch Wachen ordentlich wieder auf und schicken Myrum in die erste Reihe. Kräutersuchen sparen wir uns, die paar Einbeeren brauchen wir eh nicht mehr. So, schaffen wir es noch bis Torwall? Nein. Tirik, Girgon, Fenden, schlafen, jo. So, Torwall. Tempel müssen wir jetzt nicht mehr suchen. Kräuterhändler auch nicht. Haben wir jetzt ja alles bekommen. Das heißt, wir können eigentlich gleich weiterreisen. Niam, niam, niam. Osttor. Hier. Nach Fährstation Tjolla. Da irgendwo. Oh, Orks. Viele Orks. Nimm, 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 nimm. Du kannst von da aus den anschießen. 3 Trefferpunkte. So, du gehst hinter den und haust da einmal feste drauf und triffst nicht. Du tänzelst um den rum und dann fangen wir gleich mal an, ein wenig Astralenergie zu investieren. Nicht, dass wir es wirklich nötig hätten, es sind ja einfach nur Orks, aber es geht dann doch einen Zacken schneller. Wir werden eh noch ein paar Tage reisen müssen, in denen wir die Astralenergie wieder regenerieren können. Also, zaubern. Kampf. Ignifaxius. Nehmen wir mal 4. Auch wenn wir inzwischen schon 6 W6 werfen könnten. Aber das ist doch ein wenig Overkill. Angriff, den da. Zack. Komm schon, flieht, Jungs. Eure Kumpel sterben hier weg wie die Fliegen. Kampf. Nifaxius. 3. Na komm schon, flieht. Sonst schicken wir Talana wieder auf euch. Du, da drauf. Ja, so ist das richtig. Zwar nicht sehr orkenhaft, aber so ist es richtig. Teller scheint irgendwie ein bisschen mehr auszuhalten. Hält er auch einen Zauberstab auf den Hinterkopf aus? Ja, tut er. Angriff auf den. Komm schon, Tirik. Du hast lange nicht mehr getroffen. Na also, du würdest dich nur einen Weg stellen. Also geh mal dahin. So, letzter Ork. Und er flieht. Schöne Sache. Wachen wie gehabt. Und in der Fährstation Tjolla gucken wir uns jetzt erstmal, ob hier irgendwo ein Tempel ist. Ist es aber nicht. Wir müssen erstmal auf die andere Seite. Und wir haben es eilig. Gibt es hier wenigstens einen Tempel? Wissen wir nicht. Tirik hat die Karte noch nicht fertig gezeichnet. Obwohl wir hier schon mal durchgereist sind. Das kenne ich so gar nicht von ihm. Nö, anscheinend nicht. Also, kein Tempel. Und wir wollen nicht nach Breida. Wir wollen... Wo ist der Nordausgang? Mist, wir sind auf der falschen Seite. Wir hätten doch drüben bleiben sollen. Und hier gibt es dann hoffentlich einen Nordausgang. Ja. So, nach Rukian. Und ein Millimeter vor Rukian will die Gruppe dann doch noch schlafen. Dann sollen sie halt schlafen. Ist vielleicht auch besser so. Dann haben die Geschäfte wenigstens auf. Und die Tempeldiener fühlen sich nicht so gestört, wenn man da reinplatzt. So, ein Travia-Tempel. Abspeichern. LP... 84 und wir sehen uns gleich wieder.